Hallihallo, Hallöle und willkommen bei mir im Kanal bei Chemie Zockt Last Day on Earth zum dritten Video heute schon. Donnerstag, 14.10. Wahrscheinlich neue Woche bei der Season 17. Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls gibt es heute ein paar neue Events. Haben wir eben schon gehabt. Hier unten gab es ja das Haus am Waldrand. In der Fabrik gab es was Neues, dass da jetzt die Tür auf ist. Und auch hier bei der Raffinerie gibt es was Neues. Besuchen Sie die Ausgrabungsstätte Echo 1. Das ist hier die Aufgabe für gefallener Krieger. Tun wir das Ganze mal. Gehen wir mal da rein. Da geht es dann nämlich noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich schaue mir das Ganze immer erst auf meinem alten Account an und mache dann mit dem neuen Account die Videoaufnahmen. Deshalb weiß ich schon so ungefähr, worum es geht, was noch kommt. Bling. Da ist die Quest erledigt. Und jetzt steht hier, sprechen Sie mit William an der Ausgrabungsstätte. Das ist ja der, der uns auch die Tür aufgesägt hat in der Fabrik. Hier ist der Captain, hier ist Alex und William ist hier oben sogar mit einem Ausrufezeichen markiert. Mit dem müssen wir jetzt einmal sprechen. Ich habe einen Job für dich. Ich kenne da einen Kerl. David heißt der. Ganz ordentlicher Typ. Blablabla. Sieh in der Wohnwagensiedlung nach. Da ist er recht häufig. Wohnwagensiedlung, habe ich mich erst gefragt, was ist die Wohnwagensiedlung, wo ist die Wohnwagensiedlung. Auf dem anderen Account habe ich nämlich noch das Event Waldrand gehabt. Wenn man das verlässt, hat das ja einen 5 Minuten Cooldown. Bin ich hier hingefahren, habe mit dem Typ gesprochen, bin wieder auf die Weltkarte und nichts passiert. Wenn das bei euch auch der Fall ist, müsst ihr warten, bis Haus am Waldrand weg ist. Und dann gibt es auch hier ein neues Event. Seltsame Geräusche kommen aus dem Wald. Es könnten Überlebende oder etwas anderes sein. Zeigend, das poppt dann nämlich hier an derselben Stelle auf. Sprich, wenn hier noch das andere Event ist, dann poppt das hier nicht auf. Müsst ihr warten, bis das abgelaufen ist. Jetzt ist aber hier der Fall, dass das schon weg war. Gibt es hier jetzt die Wohnwagensiedlung. Laufen wir gleich mal hin. Ich habe ein bisschen was standardmäßig wie immer dabei. Ein bisschen was zum Hacken, zum Heilen, zum Trinken. Bei Ersatzwaffen werden wir aber nicht so viele brauchen. Weil wenn wir jetzt hier ankommen, gibt es hier eine Wohnwagensiedlung. Wer hat es anders erwartet? Und hier gibt es den David. Der David steht auf dem Dach. Bleiben Sie bla bla bla. Finden Sie David. So, finden Sie David. Das ist der Typ auf dem Dach, wie gerade eben schon gesagt. Einmal hier rumlaufen. Hier oben der grüne Punkt. Da sitzt er. Aufgabe erledigt. Sprechen Sie mit David. Ist dieses Handsymbol, auch wenn da keine Sprechblase jetzt ist und der Kreis hier unten ist. Hier sprechen wir mit David. Was war das? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wollte die Bastarde mit der lauten Musik anlocken, aber die Kabel sind kaputt. Suchen Sie oder such in der Nähe nach etwas Nützlichem. Hier steht der Ghetto Blaster. Den müssen wir jetzt reparieren. Wer will, kann natürlich von zu Hause direkt 5 Kabel und 3 Transistoren mitbringen. Ansonsten gibt es hier 3 kaputte Autos. Eins ist hier. Lass einmal durchsuchen. Da gibt es dann Kabel und Transistoren. Ein Auto hier unten. Und das dritte Auto habe ich eben besucht, weil man braucht 5 Transistoren. Das ist hier weiter rechts. Das habe ich erst übersehen gehabt. Also wer hier verzweifelt das dritte Auto sucht. Hier gibt es dann auch nochmal in der Motorhaube was zu finden. Schwuppdiwupp. Nochmal 2 Kabel, 2 Transistoren. Und jetzt haben wir auch genug Zeug zusammen, um den Ghetto Blaster zu reparieren. Der steht dann hier. Da. Ne, nee, 3 Transistoren. Okay, nee, Kabel hat man zu wenig vorher gehabt. Na, egal. Jedenfalls muss man alle 3 Autos reparieren, durchsuchen, damit man hier reparieren kann. Und jetzt ziemlich cool. Er hier hat nämlich ein Sniper-Gewehr. Das sieht gut aus. Bleib in der Nähe. Genau, jetzt. Er hilft uns jetzt. Also muss man gar nicht alles selber töten. Bisschen im Kreis laufen. Allerdings hat er nur beschränkt Munition. Deshalb werde ich jetzt hier mal ein paar selber kaputt hacken, damit er hinten raus noch ein bisschen mehr Munition hat, weil die Wellen werden ein bisschen schwieriger. Da kommen gleich noch Blähblubber und Giftscheusale. Aufgabe, wehren Sie die Zombies ab. Genau. Der Blöde ist, er hat, wie gesagt, nicht für alles Munition. Deshalb ein paar kleine Zombies selber kaputt hacken. Und immer schön in seiner Nähe laufen, damit er... Ja, er hat einen Sniper, was eigentlich, wo man denken würde, eine hohe Reichweite hat. Aber leider nein, leider gar nicht. Irgendwie, schießt er nur, wenn man in seiner Nähe ist.
Kreise laufen. Dicke fette Knarre, 110 Schaden. Keine Ahnung, ob es das später auch im Spiel gibt. Für uns. Ah, jetzt sind wir wieder angespuckt worden. So, hier mal, da mal ein bisschen. Jetzt müssen wir doch gucken, dass er nicht unbedingt auf dasselbe schießt, wie wir draufhacken. Genau, schießen wir auf den Blablober. Ich mach's für einen Glücksspeier hier. Ah, hat das schon erledigt. Na, da. Oh, okay. Bei meinem alten Account hat es nicht ganz gereicht. Da hat er irgendwann das Sniper nicht mehr in der Hand gehabt. Ob es jetzt gereicht hätte, wenn ich hier einfach um den Tisch rumgelaufen wäre, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt immer ein bisschen mit drauf gehackt. Aber das war's schon. Gefallener Krieger, rekrutieren Sie David. Einmal hier wieder mit ihm sprechen. William, suchst du? In Ordnung, ich gehe und suche ihn. Hier gibt es auch nichts mehr zu tun. Ja, aber der William hat uns ja nach hier geschickt. Warum er jetzt den William suchen geht, keine Ahnung, keine Ahnung. Jedenfalls war es das zu dem Event schon gewesen. Jetzt können wir den David rekrutieren. Der steht jetzt gleich drüben in der Raffinerie. Also ich habe hier auch geguckt, hier gibt es nichts anderes mehr zu looten oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur ein Event, dass wir hier noch einen weiteren anheuern können, wie es schon in der Fabrik gewesen ist, wo wir die zwei Dosen Essen bringen mussten. Hier gibt es jetzt den David. Habe ich eigentlich schon die Tagesquesten angenommen? Sonst muss ich jetzt eh nochmal... Ne, habe ich auch noch vergessen. Jetzt laufen wir nochmal kurz rüber in die Ausgrabungsstätte. Laufen. Und schauen uns an, was der für einen Buff hat. Weil den können wir halt auch wieder rekrutieren für die Wellen. Oder die Welle, oder wie man es will, die man starten kann, um die Verteidigung an der Raffinerie zu machen. Der hat dann sein dickes Sniper, ich glaube für 15 Sekunden oder so, unterstützt er uns dann. Habe ich noch nicht ausprobiert. Wer das mal machen will, kann ja gerne in die Kommentare schreiben, was er so macht. Weil er steht dann jetzt hier, als zusätzlicher anzuheuern. Ich habe eine Freundin, die hat es echt drauf. Du findest sie im Norden, sie heißt Rocket, sagt er uns noch. Okay, weil, das sehen wir gleich wieder im nächsten Video. Wir sprechen ihn erstmal an. Niemand kann sich vor mir verstecken. Gib einfach den Befehl. Biete 10 Sekunden lang Schutz mit einem Scharfschützengewehr, wird während der Verteidigung aktiviert. Ich habe ja bisher noch gar keinen von denen hier benutzt. Ne? Hier der William hat ja auch einen Buff für uns. Die Alex hat einen Buff und der Captain hat einen Buff. Und jetzt haben wir zusätzlich noch den David hier stehen, den wir anheuern können. Ich hole mir hier gerade noch die Tagesaufgaben. Ah, da. Okay. Weil jetzt kommt noch was Leckeres. Das sehen wir aber dann erst wieder im nächsten Video. Will nicht alles in eins reinpacken. Und zwar hat er ja gerade von Rocket gesprochen. Und zwar poppt jetzt hier auf. Event. Laut David ist das hier die Stelle, an der Rocket nach Teilen für einen Helikopter sucht. Zeigen hier oben hinter der Farm. Bisschen weiter weg. Was muss man machen, um da hinzulaufen? 30 Energie. Machen wir aber im nächsten Video. Ich habe hier gerade noch, weil Donnerstag ist, den Eichenwald stehen. Und das hier, wie gesagt, ich muss erstmal gucken, was es da gibt. Sehen wir das dann im nächsten Video. Das soll es dann jetzt gewesen sein zur Wohnwagensiedlung. In dem Sinne bedanke ich mich wieder einmal, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Infos rausziehen. Wahrscheinlich habt ihr das schon selber gespielt, bevor ihr das Video schaut. Oder wer es vorher schaut, weiß jetzt zumindest, was sich euch erwartet. Ich sage, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit, schönen guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Chimmy zockt. Vor allen Dingen Last Day on Earth. Und ich sage bye bye, bis dahin, euer Chimmy. Und Daumen nicht vergessen und Like und so, ne? Ja, habe ich ganz vergessen. Bis dahin, bye bye.